Hallo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Unity. Zack, zack, los geht's. Und zwar, wir wollen heute mal gucken, dass wir den Turm irgendwie ein bisschen weiter fertigstellen, etwas voranschreiten. What, waiting for server bitte nicht. Ist es wieder soweit? Ne, geht aber alles. Okay, also ab nach oben, wir gehen einfach mal hier durch. Dann sehen wir, wo wir anfangen müssen. Ach ja, den habe ich da ja mal hingesetzt. So, genau, hier ist vorbei damit. Und ich glaube, ich habe nichts mehr dafür, die Elevator. Oh mein Gott, Wolle fehlt? Ach, Wolle fehlt. Warte, da muss ich rausgehen. Wolle ist ganz wichtig jetzt. Also ich muss hier irgendwie ein Schild dran machen, damit ich weiß, auf welcher Etage ich bin. Wobei, man sieht es ja auch. Ach, hier haben wir doch genug für Wolle am Start. Baut er ab? Der hat nur Power? Oh, das geht aber nicht. Ja, Trampel's noch kaputt. Sehr gut. So machst du es richtig. Und nachpflanzen. So, das ist... Kann ich nicht den Radius eigentlich vergrößern irgendwo? Irgendwie ging das, glaube ich, aber ich weiß echt nicht mehr, wie. So, das machen wir dann noch per Hand. So ein bisschen was nehmen wir mit. Ich habe ja eigentlich auch schon genug. Reicht ja voll. Guck mal, das ist richtig viel. So, Cotton. Elevator. Ich brauche Wool, Wool, Wool. Da, genau. Folge ist gar nicht so viel, wie ich jetzt dachte. Ah, das reicht doch aber. Mach mal nicht so viel, wobei... Ach komm, egal. Die Wolle brauche ich für nichts anderes, von daher geht das. Nochmal drei. Oh, das ist echt nicht viel. Müssen wir uns überlegen, ob wir den nur noch einen Block breit machen und nicht wieder drei. Weil so komme ich nicht weit. Das wären nur zwei Etagen. Oder eine jeweils zur Überwindung. Hups. So. Irgendjemand meinte, ich soll mal den Block hier davor abbauen, aber dann funktioniert er nicht mehr. Wer war denn das? Blue Flame, das funktioniert nicht, wenn ich den davor abbaue. Also ich habe das so verstanden zumindest, wie du mir das geschrieben hast. Wir fahren aber jetzt mal... Oh nein, halt. Wir müssen runter. Okay, hier fehlt die Decke. Und hier ist aber alles soweit fertig, okay. Ich denke mal, wir machen jetzt eh erstmal den Boden vielleicht bis oben hin. Ich kann auch fliegen. Ah ne, wir sind mit dem Boden hier schon fertig. Habe ich offscreen ein bisschen gemacht. Dann an die Decke ran. Warte mal, machen wir so und dann fliegen wir einfach so. So. Geht jetzt besser. Was habe ich denn hier noch? Marble. Ach so. Wir müssen ja hier unten noch überlegen, wie wir das verstecken. Aber das ist ein anderes Thema, das machen wir jetzt nicht. So, und dann sind wir hier auf Etage 3. Da fehlt die Decke. Und wir nehmen uns erstmal Laboratory Blocks. Da habe ich wieder richtig viele hergestellt. Guck mal da. Das ist der Boden, nehme ich mal mit. Und hier haben wir ganz viel von dem Zeug. Ich zeige das auch mal gerade, was ich damit gemacht habe. Nämlich folgendes, das ist auch off-screen passiert. Und zwar habe ich hier unten alles aus Wiese gemacht. Und die ganzen Panels habe ich eins hochgelegt und da habe ich so die dunkle drunter. Ich meine, man sieht es zwar eh nur hier in den Ecken, aber ich denke, habe ich nochmal ein bisschen einen anderen Laboratory-Block verbaut. So, und dann gehen wir wieder da rein. Hui, hier ist schön hell. Wegen Night Vision. Ach ja, hier und genau. Da war es schon da alles. So, und dann, was brauchen wir? Auf jeden Fall erstmal die Eye-Chisel. Und das war die Decke. Chisel all. Dann nehmen wir uns Builder's Wand und let's go. Ups. Boah, meine Maus spackt schon wieder so ab. Ich weiß nicht warum. Hat die halt. Manchmal.
Also die ist dann so schnell, wenn ich mich so drehe. Macht dann direkt eine 360 oder sowas. So, hup, das war's. Wie jetzt? Da habe ich noch welche, da müssen wir noch ein paar herstellen. Wir haben doch eh genug. Boah, das geht so ab, ne? Warte, wir nehmen erstmal die hier, weil ich die nicht mehr brauche. Quatsch. Damit auch nicht, damit. Ei, Chisel! Chisel all und. So. Kann man ja dann zurückchiseln, wenn ich es nicht mehr brauche. Dann bitte da auch und ziehen was durch. Oh, nein. Oh! Das. Gibt's da eigentlich einen Undo-Knopf? Habe ich schon mal gefragt, ne? Wieso gucke ich dann nicht einfach mal nach? Ich vergesse das immer. Ich vergesse so viel. Eigentlich nicht. Ich bin eigentlich nicht so der vergessliche Typ. Ich kann mir richtig gut Sachen merken. Jetzt denkt jeder, ja, so sieht das aber nie aus bei dir. Okay, hier muss dann doch der Boden rein. Dann chiseln wir die alle mal um. Zum Boden. Das ist das hier. So. Und jetzt ist die Frage, wo machen wir dann hier den Elevator rein? Ich würde fast schon sagen, einfach hier. So. Elevator. Dann kommen wir nochmal 6 Etagen hoch. Das passt. Oh nein, da bin ich ja draußen. Das ist ja blöd. Warte, das geht ja gar nicht. So geht das nicht. Müssen wir von oben dann bauen. Wir könnten das direkt eigentlich hier machen. Dann haben wir direkt an dem Aufzug. Das wäre doch perfekt sogar. Brauche ich nicht immer in die andere Ecke laufen. Juhu! Das, jetzt hat man es gerade wieder mit der Maus. Das war eine 360-Drehung, obwohl ich nur so ein Stück rüber geguckt habe. Warum ist das so? So, das hätten wir. Das ist die Decke aber. Merke ich gerade, dass der falsch ist. Der muss einen drüber und jetzt. Hallo? Gib mir mehr, so. Gib mir mehr! Nein! Oh mein Gott! Warte, das kriegen wir doch. Wie war das? So. Fast. Ja, egal, wenn ich jetzt den Boden hacke, setzt man dann einfach nachträglich wieder ein. Aber so geht das einfach mal richtig schnell. Einfach nur einmal klicken. Oh mein Gott. Was soll denn das jetzt? Kann ich nicht mehr zielen oder was? Trink mehr Zielwasser. Her das Bier. So, jetzt aber. So, dann haben wir hier 1, 2 und da ist dann wieder Decke. Boden. Boden, Decke. Oh. Okay. Den brauchen wir gerade eh nicht, den Crystal Binder. Passt. So, dann ziehen wir das schöner oben. Ich weiß gar nicht, wie ich die Spitze mache. Ich habe mir überlegt, wir machen dann eine richtig coole Struktur. Wie mache ich denn das jetzt? So, ist ungefähr Hälfte, Hälfte. Cool. So, der Boden müssen wir immer wechseln jetzt.
So, und dann, also ich dachte, ich mache da oben so eine richtig coole, also erstmal eine Spitze und dann aber so eine, so zu jeder Ecke so wie so eine Art Kran, also nicht Kran, so wie so eine Art Krakenarm. Mal gucken, wie wir das hinkriegen später mit Architecture Craft. Gibt's bestimmt coole Möglichkeiten. Aber erstmal sehen, ne? Ich habe jetzt so eine Idee im Kopf, am Ende sieht das gar nicht aus. Kennt man ja. Hat ja auch bei diesen Ecken nicht ganz so gut funktioniert, wie ich mir eigentlich erst ausgemalt hatte. Warte, jetzt gehen wir aber mal hoch. Ne, wir setzen erstmal den da rein. So, dann brauchen wir die hier wieder für die Decke. So ist der Turm schon ganz cool geworden, finde ich. Was meint ihr denn? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das ja bisher so findet. Ich finde, es sieht eigentlich ganz nice aus. Ich kann ja nochmal so hier. Gut. Da unten haben wir 5 Etagen, also außer natürlich das Erdgeschoss, aber ab da dann 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind es dann 4. Da sind es dann 3. Dann sollen nochmal 2 drauf und dann so eine Spitze. Das ist Spitze. So, hat man denn jetzt alles? Hatten wir, außer hier. Da brauche ich jetzt aber auf jeden Fall die anderen Blöcke. Das waren die hier, ne? Ich glaube, wir machen mal Chisel All. So, dann können wir jetzt hier die Decke reinsetzen. Da müssen wir wieder zurückchiseln. Oh. Die Decke, Decke, Decke war das. Ja, komm. Ach, ist mir egal. Zack, zack. So, jetzt die Frage, wie weit gehen wir rein? So. Mal sagen, so. Gucken wir erstmal dann, wie es aussieht. So, von da. Ich glaube, das ist schon ganz okay. Oder wir machen das dann. Ja, logisch. Wir machen das wieder folgendermaßen. Hier haben wir noch 2, richtig. Hier kommen wieder die Cyan-Schrägen rein. Das wird cool. Gib! Da muss ich dann wahrscheinlich auch noch wieder herstellen. Das ist halt nervig da unten mit dem Wasser. Ich könnte das größer bauen, aber bringt nichts. Ist dann deswegen nicht schneller. Sollen wir da noch Fenster rein? Ich meine schon, ne? So, wo ist denn dann der Boden? Also das ist ja, nee, das ist ja schon der Boden. Boah, ich weiß gar nicht, was ich da dann noch reinbauen soll. Ich glaube auch, hier wäre es cool, wenn wir nur noch so kleine Fenster reinbauen. Vor allem wollte ich ja nur 2 haben, ne? Aber ich glaube, 2 ist zu niedrig. Da machen wir mehr. Mach das jetzt nur mal von vorne. Ja, auf jeden Fall. So, und was haben wir denn noch an dem. Ja, Cyan, da finde ich es ja. Concrete haben wir echt nicht mehr viel. Aber wir machen mal die Ecken. Dann können wir die noch reinpacken. Alle, die es gibt. Nein. Bitte unten in die Hotbar. Ach ja, die Jalousien, die muss ich auch noch machen. Wir werden auch wieder einen Baustream machen, irgendwann nochmal. Und dann, also es ist ja noch lange nicht fertig alles. So, hier war ich schon einmal drumherum. Hä? Oh, da ist ein Monster drin gespawnt. Aber wo? Warte, ich gehe durchs Fenster vorne rein. Weil. Ja, ist recht dunkel ohne Night Vision. Kling, kling. Da soll ich mal Fackeln aufstellen. Aber eigentlich habe ich. Ah, Fackeln, genau, Danger. Ich habe doch aber eigentlich unten.
Wo sind sie denn? Da. Hallo? Ich habe doch unten aber die Megatorch. Reicht die bis hierhin gar nicht mehr? Kann sein, ich weiß es nicht. Hui! So, und wir haben ja noch ein paar Laboratory-Blöcke am Start. Das heißt, wir bauen das mal noch weiter. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Ich denke, das reicht. Machen wir hier mal zu. So, und da müsste jetzt irgendwie, am besten so wie bei dem Pixel, ich glaube, das ist so eine Lightning Rod. Ja. Aber vielleicht, warte, wir schauen mal, ob man die in Cyan herstellen kann. Na gut, man kann dann Cyan Scheiben drum bauen, ne? Also dieses Glas hier. Was ist denn das für welches? Ja, ich weiß, ich gucke ein bisschen was ab. Insulated Lightning Rod. Hä? Warte. Ah ja. Und das geht dann mit Clear Glass und das wahrscheinlich auch in allen möglichen Farben. Oder gibt es da die Möglichkeit, das in einer anderen Farbe zu machen? Die ist ja eigentlich ganz simpel. Aber das geht nur mit Clear Glass. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Clear Glass. Dark Clear Glass. Ob es mit dem auch funktioniert? Ich probiere das mal. Clear Cyan. Zack. Ja. Was fehlt? Normales Clear Glass. Und da habe ich doch gerade ein anderes Rezept gesehen, oder? Das ist von Tinker's Construct. Ah, weil das auch von Tinker's Construct ist. Aber im Alloy-Smelter einfach Enriched Sand rein. Probieren wir aus. Dann haben wir ja den Turm eigentlich fertig. Erstmal so von, hüpp, so vom Aufbau. Und dann geht es nur noch ums Einrichten. So, in dem Alloy-Smelter war das, ne? Genau, logisch. Aber kriegen wir Enriched. Ja, gib mir mal einen Stack. In welchen packe ich denn das jetzt? In den hier unten? Ich glaube, der ist. Hä? Achso, Furnace, logisch. Der müsste es auch direkt, glaube ich, rausziehen dann. Ne, das bleibt hier drin. Ne, zieh da raus. Okay, sauber. Hui. Wie das Regal. Ich hab, das sieht alles noch so richtig noobhaft aus. Ey, voll nicht eingerichtet. Weil ich mich mit allen möglichen anderen Kram hier aufhalte. Aber wir haben ja die Teile am Start. Oder mittlerweile hat er wahrscheinlich genug. Clear Glass. Warum geht das nicht? Ach so, weil ich es jetzt hier unten drin habe. Hä? Geht wirklich nur das Clear Glass von Tinker's Construct? Wie funktioniert denn das? Liquid Glass. Einfach Glas schmelzen. Oder Sand. Ergibt Liquid Glass, wirklich? Ach, tatsächlich. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, vor allem von Force Dry. Pew. Sand. Ja, nehmen wir direkt auch einen Stack. Was ist denn da überhaupt noch drin? Gar nichts mehr. Macht das? Macht er. Aber gut, ich würde sagen, an der Stelle, danke fürs Einstellen, wollte ich schon sagen. Fürs Einschalten. Weiter geht's hier beim nächsten Mal. Und bis dahin, haut drin, bis dahin. Dahin, dahin. Tschüss.